Herzlich willkommen zurück hier bei Anno 2070, kurz vor unserem endgültigen Sieg, würde ich tippen. Boah, 5 Folgen oder so haben wir dann dafür gebraucht, ey. Hier, glaube ich, aber weiß ich jetzt auch nicht so genau. Wir sind jetzt hier gerade an der vorletzten Insel am Knabbern, die ist so gut wie kaputt und die da hinten, die ist auch schon gut eingenommen. Du fliegst mal. Nein, nicht alle. Gefechtswarnung. Ich drehe mal die Karte Fahrzeug wieder passen. Unter Beschuss. Haben wir denn ein Fahrzeug ready? Nicht wirklich, wir tanken alle noch. Reparieren, fliegen. Ich schick dir den, die anderen Warnung. Wieder da runter, Fahrzeug die anderen Shopper, die fertig Beschuss. Sind, ne? Mhm. Habe ich nur zwei? Ja, ich habe im Moment nur zwei. Fahrzeug unter Sind Beschuss. Auf dem Weg zu dir. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. So, mein Schiffchen ist wieder fertig. Das heißt, wir können nochmal dahin fahren, noch ein paar Brennstäbe holen. Kerosin haben wir ja jetzt auch wieder. Wenn auch nicht super viel, nur 100 Tonnen, aber wir verbrennen ja auch gerade einiges davon. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Kerosin, Brennstäbe. Brennstäbe sind gerade so mit unser größtes Problem, weil wir irgendwie alles verbrauchen, tonnenweise. So, du fliegst mal nach Hause. Du brauchst deine Ruhe, mein Schöner. Das kann schon mal da runter. Können im Moment stillgelegt werden, die brauchen wir nicht. Die dagegen schon, die dagegen auch und die auch. Energieversorgung mangelhaft. Und die auch. Und du fliegst auch mal nach Hause? Wir haben zu wenig Energie momentan. Sollte wieder laufen. Ach, krass. Wie viel Eisen haben wir noch? Genug? Nein, registriere null. Energieknappheit. Dann fährst du bitte mal einmal darüber und holst Eisenerz ab. Energieknappheit? Wo haben wir Energieknappheit? Hast du es mitgekriegt? Wo ist Energieknappheit? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Bring mal ein bisschen Kohle auf die Hauptinsel. Ich weiß nicht, wie es da im Moment aussieht. Null. Kohle auf der Hauptinsel ist bei null. Unsere Backup-Energie war auch die ganze Zeit noch offen. Registriere Energieknappheit. What? Minus 500 Energie. What? Fruchtbarkeit. Werte steigen. Okay. Ganz schnell Kohle hier hoch. Nein, einer ist verloren. Macht nix. Registriere Energieknappheit. Wir haben fast überall auf jeder Insel im Moment Energieknappheit. Das ist echt nicht schön. Flachs, die machen. Die haben ordentlich Reichweite, die scheiß Flachs. Er hat vielleicht die Reichweite erhöht. Eisen ist auf dem Weg. Wo ist mein Schiff mit den Brennstäben Fahrzeug durch und der feindlichen Kohle? Beschuss vernichtet. Da ist die Kohle. Fahrzeug im Kampf zerstört. Was? Was los denn? Warum verlieren wir jetzt so viele Fahrzeuge? Weil der hier Flachs hat. Die hier nur zieh die zurück! Mach ich doch, aber die sind zu langsam. What the fuck? Zieh die zurück! Alter! Hilfe, ey! Alle zurück, alle tanken und ich baue so schnell ich kann neue. Oh, wir haben kein Carbon mehr, deswegen kann ich keine bauen. Ist ich besorgt welches. Carbon und Brennstäbe hole ich mal erstmal ran. So viel zum Thema, wir brauchen ja erstmal kein Carbon. Brennstäbe da. Wieder 40 ich glaube, ich Tonnen. Vernichte mal hier den. Den Hafen weiter. Tu dir keinen Zwang an. Da hinten steht auch noch ein Teil Flotte einfach so rum und macht nichts. Den holen wir mal Richtung Hafen. Oh, ich hasse das. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Was? Ach so, die. Ich hoffe mal, das sind nicht unsere. Oh, doch! Weg da! Drohnen! Zieh sie zurück, die muss... Alter, die Anastasia 2, die fährt jetzt zum nächsten Reparaturdock, was sich hier irgendwo finden lässt. Hier hinten ist eins, aber da ist keine Energie drauf. Ich muss unbedingt ein Schiff mit Kohle rumschicken, kümmere ich mich sofort drum, sobald ich wieder eine Hand frei habe. Und warum ich nur keine Hand frei habe, ist natürlich klar. Die eine ist an der Maus und die andere in der Hose. Wohin soll sie auch sonst? Alarm. Registriere Angriff auf eines Alter, Gefechtswarnung. Zieh die Schiffe zurück! Die kaputten zumindest. So, jetzt kann ich dann hoffentlich Shopper bauen.
Ihr Ende wird kommen. Dein Ende wird kommen, Thor. Er jammert gerade rum, dass unser Ende kommen wird. Ich glaube, er muss sich mehr Sorgen um seine eigene Gesundheit machen momentan. Produktion gestoppt. Ich schicke dir zwei Firebirds. Die sind ready, alle beide, und voll getankt. Auf die unten links, ne? Oder wo bist du gerade? Taragi? Hier unten links, ja. Mann, so konzentriert, dass du nicht antworten kannst, oder was? Zwei Firebirds sind unterwegs zu dir. Halten vorm Hafen im Wasser. Du musst dich irgendwo reparieren. Ja, ich schicke gleich ein Schiff mit Kohle rum, damit die Inseln da unten noch reparieren können. Im Moment ist es gerade schlecht. Die Tiberius, die kommt auch mit 20 HP wieder. Registriere neues Fahrzeug. Ein Chopper. Ja, ich baue ja auch. So, dann fährst jetzt mal einmal hin und her. Schick dir die Ocelot mit so viel Kohle, wie sie im Moment tragen kann. Das ist das schnellste Schiff, was wir haben, damit da unten erstmal wieder Energie auf die Insel kommt. Die Tiberius, ey. Ist auch eine Veteran, ey. Die Anastasia 2, guck dir mal an, wie die aussieht. Wo fährt die denn? Die liegt im Hafen unten auf der Insel mit den Gewürzen und dem Zucker. Ja, die hat ja noch Leben. Die, die Tiberius, die hat ja kaum Leben mehr. Schick die anderen auch dahin. Alles, was kaputt ist in den Hafen, da kommt gleich Kohle an, dann können wir reparieren. Der hat es doch geschafft, bevor der Hafen zerstört wurde, ein Schiff zu bauen. Werte steigen. Töte es. Es ist kaputt. Mach hier den, dann schon mal die Warendepots, die du erreichen kannst und so, alle kaputt, ne? Ja, mach ich. Und haben wir hier ein übernommenes Kontor? Ja, haben wir. Sehr schön. Dann schicken wir da gleich Baumaterial in die Ecke und dann können wir da unten einen Staudamm direkt übernehmen. So schnell wie möglich. Ich kümmere mich, wie gesagt, einmal jetzt gerade erstmal darum, hier überall Kohle und so wieder hinzukriegen. Weil unsere ganze Energie natürlich zusammengebrochen ist. Übernahme des gegnerischen Gebäudes erfolgreich. Übernahme erfolgreich, das ist gut. Fahrzeug fertiggestellt. Baumaterialproduktion habe ich jetzt auch wieder angetreten, weil jetzt brauchen wir tonnenweise gleich zum Ausbauen. Muss gerade gucken. Warendepot. Die komplett ausgebauten, ne? Ja klar, die wehren sich. Ich kann die nicht erkennen, wer komplett ausgebaut und wer nicht ausgebaut ist. Die hoch sind, die sind komplett ausgebaut, die anderen sind flach. Ja, aber es gibt ja auch noch die mittelflachen. Die schießen nicht, die sind egal, die sind aber auch relativ klein. Ich glaube, ich muss dafür nach da hinten, wenn ich da so weit hinkomme. So, ist mein Schiff mit der Kohle schon da? Ich glaube noch nicht. Hier hinten kann ich mal einmal wieder Brennstäbe ranholen. Oder ich bringe die Hunter einfach nach Hause oder so. Weil hier kann ich jetzt mit der Hunter nichts mehr machen. Biertonnen, ja, habe ich hier jetzt erstmal nicht mehr. Kerosin. Nehmen wir auch mit, was wir tragen können. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Na los, ihr Eisenproduzenten. Ihr müsst mehr Eisen abnehmen. Die sind doch sonst immer so schnell gewesen, dass ich nicht hinterherkam mit dem Eisen nachliefern. Jetzt schaffen sie es gerade irgendwie nicht. Oder ich muss die Kapazität erhöhen noch ein bisschen, wenn ich es kann. Das geht. Aber das wird bei Weitem nicht dafür reichen. Nee. Verbraucht! Verbraucht Eisenerz! Ich habe fast 600 Tonnen Eisenerz hier liegen. So, das Schiff hier unten müsste angekommen sein. Der Trimaran, ja. Kohle, damit die Kraftwerke wieder laufen. Und wie sieht's hier aus mit Zucker und Gewürzen? Nicht wirklich gut, weil keine Energie da war. Dann machen wir mal alles auf, was wir haben. Produktion müsste jetzt anlaufen gleich. Die Kohlekraftwerke können gleich wieder. Und zurück mit dem Schiff. Sieht's aus.
aus. Werde ich mein Eisen jetzt los? Noch immer nicht komplett. Und Kohle habe ich ja auch noch viel zu wenig. Ich muss jetzt erstmal, wie gesagt, hier mich drum kümmern, dass ich wieder Werkzeug, Bauzellen, Stahl und vor allem auch Beton, da muss ich mich auch mal eben schnell drum kümmern, wieder kriege. Achtung! Weil das brauchen wir gleich zum Aufbauen. Und das in riesigen Mengen. So, gleich. Und die nächste Insel ist Futsch. Sehr schön, sehr schön. Hast du die beiden Firebirds benutzt? Die brauchte ich nicht mehr. Okay, dann fliegen die jetzt ganz schnell bitte nach da drüben, bevor sie leer sind und können dann da einmal bombardieren. Mach ich gerade. Ja, aber die haben fast keinen Sprint mehr. Ich weiß nicht, ob die bis da noch kommen. Aber dann wären sie eben langsamer. Ja, aber die fliegen doch dann automatisch zurück zur Basis. Musst du aufpassen. Und du hast ein Schiff vergessen, das liegt da hinten noch. Die Northburg, fast kaputt. Check ich mal hier vorne in den Hafen zum Reparieren. Ja. Liegen hier sonst noch irgendwo Schiffe? Ich guck mal gerade. Sehe sonst eigentlich gerade nirgendwo mehr Schiffe rumliegen. Da sind Brennstäbe für die Hauptinsel. Wir haben 1700 Energie plus, das heißt, ich sollte mal vielleicht die Kraftwerke ausmachen, die Kohleenergie. Meine Fresse, ne. Werte steigen. Trotz Hüter waren wir bei minus 3. Ökobilanz. Wir haben keine Kohle mehr auf der Hauptinsel. Das war irgendwie zu erwarten. Puh. Oh, die sollte ich auch mal zur Reparatur schicken. Ja, da unten die Inseln, die haben ja jetzt, die hat ja jetzt Energie, da fährst du ja gerade quasi dran vorbei. Die Seeteufel. Der hat unsere komplette Sprengstoffproduktion in die Luft gejagt. Ja. Das ist ein Arsch, ey. Vor allem, was hat er sich davon erhofft? Das war doch schon alles, egal. Nicht genügend Baumaterial, ich brauche Stahl dafür. Natürlich habe ich keinen hier. Habe ich hier unten Brennstäbe? Wenn ja, wie viele? 9. Na, brutal. Die Waffenproduktion kann ich dann eigentlich schließen. Die brauchen wir ja nicht mehr, die schweren Waffen. Das ist jetzt nur unnötiger Energieverbrauch. So, jetzt müssten wir das Eisenerz hier auch schon wieder reinkriegen. Ja, fast. Bis auf eine Tonne natürlich. Und dann hole ich gleich hier ein ganzes Containerschiff Kohle und dann können wir wieder die Kohle runterfahren lassen. Fahrzeug unter Beschuss. Fahrzeug unter Beschuss? Wie? Wo kann denn der noch schießen? Taragi? Unser Schiff ist abgestürzt? Hä? Unser Schiff ist abgestürzt? Was? Unser Flugzeug! Es ist auf der Insel gelandet! Eine What? Kurze Pause vielleicht. Dann wie? Sind Sie wieder topfit. How is that? How? Aber er hat abgeworfen, das heißt, ich schick's zum Tanken. Geht nicht, es will nicht starten. Was ist los mit dem Ding? Es hat doch sogar noch Treibstoff. Keine Waren verfügbar. Warum? Ah, jetzt startet's wieder. Dann tanken. Ich weiß nicht, was es da gerade gemacht hat. Es hat sich wahrscheinlich kurz reparieren müssen. Ah, jetzt tanken. Hopp, hopp. Ich brauche die kleinen Shopper hier unten. Die sind ready. Ich schick sie dir. Sekunde. Die sind ready to go. Alle. Alle Shopper und einen Hawk habe ich. Die schicke ich dir jetzt da runter. Sind auf dem Weg. Einen Hawk, den habe ich extra dahin geschickt, weil der hier nicht mehr viel zu tun hat, weil das alles Schiffe sind, die sich wehren können. Okay, dann bleibt der hier. Dann schicke ich ihn wieder auf seine Parkposition. So, alles ist unterwegs. Werte steigen. Oh, die Ökobilanz steigt. Wo? Ja, ja, das sieht doch ganz nett aus. Nur noch seine eine Insel hier. Ja, und dann ist er hin. Und dann haben wir es gut, so gut wie geschafft. Schaffen wir das noch in 6 Minuten, dann kriegen wir diese Folge noch kaputt. Eine große Insel, die sich wehren kann. Ah ja, komm, du kriegst gerade eine Armee von Shoppern. Die aber verdammt schnell weg sind, wenn da die Flachs schießen. Und du kriegst noch 2 Schiffe, die wieder repariert sind. Die kommen jetzt auch wieder dazu. Ich kümmere mich mal um die Marine und schieße hier alles vom Wasser aus kaputt, was wir kaputt schießen können. Machst du da? Die Marine benutzen, um das alles, was... Taragi! Ich sag gerade, ich nehme jetzt mal die Marine und schieße auf alles, was ich von der Küste erreichen kann und du machst dasselbe sofort. Hörst du mir eigentlich nie zu? Nö. Boah. Jetzt haben wir die Flotte aufgespalten. Und deine Shopper sind da.
Wo sind die Flaks? Da unten, ich sehe sie. Und weg ist die Flak. Wo ist die nächste? Ich sehe hier keine Flaks. Ich habe nur die eine jetzt gerade gesehen und die ist kaputt. Ja. Das war's? Da sind bestimmt noch irgendwo welche. Dann gehe ich auf die Warendepots. Was machst du denn? Solange die sich wehren können, schießen sie weiter. Auch wenn sie brennen. Ist egal, lass sie doch schießen, wenn wir außer Reichweite sind. Aber sie brennen nieder. So, kaputt. Rüber da. Warum das? Warum nicht das andere? Weil das ein Warendepot ist, was sich wehrt. Stufe 3. Mach das da auch. Ja, ist egal. Jetzt ist das da als erstes im Target. Ist mir egal. Das ist ein Kraftwerk, was du da gerade angreifen wolltest? Oder sehe ich das gerade falsch? Nein. Ach, da ist noch eins. Das war genau im Schatten der Flugzeuge. Ich wollte schon Schiffe sagen. Ah, ich sehe von den ganzen Schiffen gar nicht mehr. Dann hör auf, mir dazwischen zu fummeln. Ich hab sie doch schon im Target. Kümmer dich um die Marine. Wolltest du doch gerade. Nö, ich kümmere mich um beides. Oh, der Druide, er macht alles, aber nichts richtig, weißt du? Warnung. Produktion gestoppt. Ach, das gehört uns. Ich wollte das gerade angreifen. Hier unten hier, ist noch ein kleines. Ist noch eins. Da ist noch ein großes. Das große. Auf ihn mit Gebrüll! Na komm, schieß doch mal hier drauf, meine Freunde. Ja, doch, die kommen da hin. Hm. So, zerstört. Da ist noch ein kleines. Da ist noch ein kleines. Soll er doch, er kommt hier nicht rein, ist doch gut. Teragi! Ja? Es ist noch nicht kaputt! Es wehrt sich aber nicht. Ja, aber es brennt nicht wirklich lange, nicht wirklich gut. Lass es doch eben kaputt gehen, es sind doch noch 3 Sekunden. So, fertig. Warum fällt das nicht zusammen? Wo ist da noch eins, was das am Leben hält? Da sind so viele. Deswegen sage ich ja, der kann hier nichts tun, der Hawk. Ach da, jetzt habe ich es gesehen. Der Hawk kann hier nicht viel tun. Ah, verklickt, verklickt, verklickt. Lass mich doch in Ruhe. Niemals. Er fällt definitiv. Der wird tief fallen. Da ist noch ein großes. Und er hat keine Schnitte. Ja, jetzt nicht mehr. Auch vorher hatte er nicht wirklich was. Moment, so vernichtend geschlagen auf seiner Hauptinsel. Er hat aber, sie stand aber noch verdammt lange, die Hauptinsel. Was machst du denn? Rast da. Das ist doch nur, Alter, das ist doch nur ein kleines Ding mit einer Kupfermine. Der muss trotzdem zerstört werden. Ja, aber da vorne geht mehr kaputt. Na und? Das Ding ist doch schnell kaputt. Bevor du jetzt nach da hinten fliegst und dann wieder Prioritäten den Weg zurückfliegst. Prioritäten setzen. Das ist eine Kupfermine, die bringt nichts. Er ist doch sowieso gleich weg. Ja, hoffentlich. Wir haben nur noch 1 Minute und 15 Sekunden. Warentransport auf Handelsroute. Negativ. Trüffel und Kaffee. Müssen gleich unsere Bilanzen wieder alles richten, ey. Ja, klar. Aber wir haben noch relativ gutes Standing. Das läuft. Und gleich fällt das letzte... das letzte Warendepot fällt gleich. Wenn das da weg ist. So, jetzt. Auf ihn. Das letzte Warendepot, dann ist seine Insel weggefegt. So, historischer Moment, ab in die Postkarte. Yay! Bam, da ist es zerfallen. Das war's. Haben wir noch irgendwas von ihm? Nein. Weil er nichts sagt. Ja, ich wundere mich gerade auch. Interessiert mich alles nicht. Er ist noch da! Wo? Wo? Wo hat er noch was? Er ist tot! Jetzt sag mir nicht, das ist der Bug in dieser Runde. Er ist besiegt! Besiegen Sie alle Mitspieler, einer verbleibend. Wo? Wo ist der? Stimmt, irgendwo so eine Unterwasserinsel oder so? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich sehe hier nichts.
schicke ich jetzt erstmal alle zurück wieder. Ja, schick mal alles zurück, ja. Und die Schiffe bitte auch alle sammeln bei uns an der Hauptinsel. An der Arche am besten. Wo ist der denn? Der hat doch nichts mehr. Kein Zipfelchen. Hier ist gar nichts. Dammit. Ja, geil. Wir haben wieder einen Bug gefunden. Das ist doch unglaublich. Er hat bestimmt irgendwo eine Unterwasserinsel. Die wir aber nirgendwo sehen. Und wir haben die Karte aufgedeckt. Wir haben bestimmt irgendwo eine Unterwasserinsel nicht gefunden. Die gehört ihm. Aber wir haben doch die ganze Karte aufgedeckt. Also wo? Irgendwo hat der doch... Strategiekarte. Gucken wir mal da rein, ob hier noch irgendwas sichtbar ist. Nö. Definitiv nö. Wir könnten höchstens nochmal alle Kontore, die wir übernommen haben, abreißen. Vielleicht liegt's da dran. Mache ich jetzt gerade mal. Hier oben ist noch eins irgendwo, da oben. Wir haben ja noch ein Schiff von ihm gekapert. Vielleicht das. Auch das können wir noch versenken. So, diese Insel gehört jetzt niemandem mehr. Die hier jetzt gleich auch nicht. Bams, es versenkt das Schiff. Was wir von ihm gekapert haben. Da unten ist auch ein Kontor. Da ist der Staudamm. Das möchte ich eigentlich ungern kaputt machen. Erst wenn ich ein Schiff dahin geschickt habe, um sofort übernehmen zu können. So. Dann brauche ich jetzt ein Schiff mit Baumaterial. Das schicken wir dann direkt dahin. Dann können wir die Insel nämlich direkt zurück übernehmen. Dann ist es wieder unsere sofort, ohne dass der Damm hoffentlich kaputt geht. Ups. So. Werkzeug und Bauzellen sollte ja reichen. Mehr brauchen wir ja nicht dafür. Ab nach da unten. Nice. Ja, schöner Bug, ne? Aber immerhin, wir können uns in Ruhe ausbreiten. Können wir ihm denn noch irgendwie den Krieg erklären? Wir können Waffenstillstand noch mit ihm aushandeln. Was naja, ist das die Folge denn für ein ist Quatsch? Ja, ja, es ist... Ich muss jetzt gleich, ich muss jetzt eschen, auch. Nicht nur du. Gut, dann gehe ich mal einmal hier über unserem Staudamm in die Pause, über der leeren Insel, über unserem frisch akquirierten Staudamm. So, ein bisschen rauszoomen muss ich. Ja. So. Und, naja, dann haben wir ihn jetzt zwar besiegt, aber irgendwie sieht das Spiel das noch nicht so ganz ein. Es gibt sich noch nicht geschlagen, würde ich mal sagen. Irgendwas... Es ist immer hier irgendein Bug. Also wenn wir das nächste Mal das Spiel laden, dann möchte ich fast wetten, dann kommt entweder aus den Nebeln irgendwo eine riesige Flotte, die uns angreift, oder irgendwo ist ein roter Punkt auf der Karte. Da sitzt dann Thor auf seinem kleinen, auf seiner Sänfte irgendwo hier mitten auf seiner alten Insel und, naja. Ja. Sagt, er hat noch nicht aufgegeben. Ja doch, irgendwas muss da doch noch mal sein. Irgendwo ey. Hat er seinen Bunker. Ja. Auf der Hauptinsel nicht weggesprengt. Irgendwo hat er einen Bunker. Ja. Naja, gut, ich würde sagen, wir haben es halbwegs eigentlich geschafft. Wir müssen ja jetzt nur noch irgendwie rausfinden, warum, aus welchem Grund und warum überhaupt Thor halt noch nicht als besiegt gilt. Wir werden es dann hier nochmal versuchen, das Kontor abzureißen. Und im Zweifelsfall, wenn gar nichts anderes geht, auch den Staudamm. Tut mir leid, aber wenn es gar nicht anders geht und es vielleicht daran liegt, dann, sollte es zwar eigentlich nicht, aber dann ist es eben so. Und, ja, ansonsten mal gucken, woran es dann noch liegen kann. Oder ob wir halt wieder den Bug gefunden haben, wie das letzte Mal mit, ich wollte jetzt schon Hassan sagen, mit, wie hieß er? Hector. Wie das letzte Mal mit Hector, dass wir den nicht besiegt haben. Diesmal ist er besiegt, dafür stellt sich jetzt hier Thor quer, also naja. Wir haben Hector besiegt, wir hatten nur nicht seine Insel. Nicht ja. 100% der Inseln. Das war ja das Problem. Diesmal scheint das ja im Moment zumindest noch zu funktionieren. Ich hoffe mal, das bleibt dabei. Aber gut, das sehen wir dann alles hoffentlich beim nächsten Mal. Wir sind auf jeden Fall erstmal wieder raus und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Jo, bis dann. Ciao.